Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Turnset Let's Play Civilization 4 mit Puck, immer noch im Krieg gegen die Maya und immer noch mit dem größtmöglichen Lag. Anders kann ich es einfach nicht ausdrücken, ich kann mir nicht erklären, woran das liegen soll. Ich werde nochmal neu geladen, keine Ahnung. Wird kapitulieren, habe ich etwa doch Vasallstaaten an? Muss ich gleich mal gucken und prüfen. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass das gerade lästig ist. Man kann ja selbst sehen, diese kleine langsame Pixelbewegung, die so langsam nicht sein sollte. Das scheint daran zu liegen, dass ich das Ganze jetzt auch aufnehme. Mit Fraps. Demnächst werde ich also kleinere Karten spielen. Gut, versuchen wir doch mal vielleicht etwas Lag rauszunehmen. Frieden, er gibt uns sogar noch etwas Geld drauf. Sehr schön. Vielleicht hilft das ja etwas beim Berechnen pro Runde, was er machen muss, wenn er noch weniger Krieg berechnen muss. Wer weiß. Gut, unser nächster General, der auch wieder in Bombay angesiedelt wird gleich. Für die Forschung und auch für die Erfahrungspunkte. Ein Philosoph aus Delhi löst Kontroversen innerhalb der Bevölkerung aus. Seine Lehren machen die Leute argwöhnisch. Ich würde jetzt gerne diesen außergewöhnlichen Geist würdigen, aber die Akademie habe ich schon. Der senile Alte nah soll lehren. Ja, das gefällt mir. Mit der Unhappiness kann ich leben und ich kriege einen freien Spezialisten in Delhi. Gut, damit haben wir dann jetzt auch so gut wie Tikal erobert. Ist übrigens auch ein sehr nettes Event gewesen hier oben mit den Kontroversen für eine Specialist Economy. Kann einen eigentlich kaum besser treffen. Ich muss kurz gucken, was hat er noch in der Stadt. Der Armbrustschütze ist so ziemlich das einzige Fiese, was er noch hat. Wenn ich den jetzt wegräumen kann, dürfte es eigentlich aufzuwischen gehen. Hoffe ich mal. Ah, 72% ist auch noch ein bisschen fies. Ja, war auch fies. Hat man, glaube ich, gesehen. War fies. Nicht schön. Absolut nicht schön. Ist der so gut dabei noch? Kann ich noch einen befördern? Nee. Eben nicht. Dann muss der Stack einmal kurz eine Runde aushalten, bis da die zwei Einheiten da sind. Dann müsste etwas schneller gehen. 85% kann man ruhig mal machen. Mache ich auch, damit ich mal etwas mehr Erfahrungspunkte kriege, auch in Gefahr, dass ich eine Einheit mal verliere, damit ich etwas zügiger vorankomme. Aber in die 70er sollte es dann doch nicht abrutschen. So verzweifelt bin ich nicht. Ja. Das mit dem Lag und so... Ich sage es mal so, ich bin wieder froh, wenn wieder Frieden herrscht. Aber ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige. So, 90% für den Sunny, da kriegt er auch noch 2 Erfahrungspunkte für, wenn er gewinnt. Ja, sehr schön. Und damit braucht er nur noch einen weiteren Kampf für Sanitäter 2. Auch einen der Ziele, die ich meistens für den ersten Krieg habe, damit ich auf den zweiten Krieg etwas besser gerüstet bin oder für den zweiten Krieg besser gerüstet bin. Wie gesagt, das Wichtige ist, wenn Tikal fällt, fällt eigentlich alles bei Maya, weil damit verliert er seine Geldquelle, den Kashi Vishwanath. Eigentlich so ziemlich
jedes Wunder, was er hatte, müsste dann auch mir gehören. Gut. Und gucken wir uns noch mal die Stadt an. Hat eine Akademie und den Kashi Vishwanath und einen angesiedelten Wissenschaftler immerhin. Auch nicht so schlecht, könnte besser sein, aber ich will mich mal nicht beschweren. So, die Gebäude möchte ich gleich mal peitschen, wenn es denn geht. Was ich an Einheiten habe, kann ich auch schon mal direkt reinziehen. Die Stadt will ich nämlich definitiv nicht mehr verlieren. Und der Maya wechselt auch gleich zum Christentum. Kleine verräterische Sau ist das. Mich würde jetzt allerdings auch nicht wundern, wenn jetzt auch noch der Wikinger sagt, er möchte gerne mitkämpfen. Eine Runde warten kurz, dann habe ich nämlich die Einheiten etwas fitter. So. Hier ziehe ich jetzt noch einen Schützen raus, damit der Stack Trebuchets geschützt ist. Nicht, dass die als Futter irgendwo durch die Pampa laufen. Ich könnte auch direkt schon weiterziehen, aber diese eine Runde soll den Braten jetzt nicht fett machen. Gut. Bombay baut jetzt am Heldenepos. Die haben ja auch schon zwei Generäle. Da kann man ruhig schon mal in die Zukunft blicken. Hier würde ich auch lieber Aufbauarbeit leisten, aber ich werde erstmal Schützen bauen, damit ich gewappnet bin für einen zukünftigen Angriff des Wikingers. So, drei Einheiten lasse ich erstmal da, damit Kalakmul erobert. Dann wollen wir doch mal gucken, was hat er jetzt in der Stadt noch drinne. Ein Pikinier und ein Streitkolbenträger, die gefährlich sind. Es war so typisch. Es war nicht nur so typisch, es war dermaßen typisch. Aber nun gut, vielleicht gewinne ich ja wenigstens den 89%. Jawohl. Das heißt, jetzt müsste ich hier zumindest etwas aufräumen können. Erobern vielleicht noch nicht, aber die fiesesten Einheiten müsste ich wegräumen können vor Mayapan. Gut. Oh, der ist ja sogar noch komplett fit, den habe ich ganz übersehen. Und jetzt Sturmangriff. Und damit dürfte Mayapan fallen. Gucken wir mal kurz an. Sicherheitsdienst steht. Ja, ganz nett. Ich beschwere mich absolut nicht. So, Xukpi kann ich noch nicht rekrutieren, aber ich kann einen vollen Schützen abziehen, der die Stadt schon mal deckt. Nun gut. Damit hat er jetzt nur noch Lakamba und Kalakmul und die zwei Städte dürften demnächst eigentlich auch fallen. Die kultivierteste Zivilisation sind wir, ganz eindeutig. Ich verstehe da auch nicht den Zweifel. Eine gesunde Arroganz gehört dazu. Gut. Die Einheiten werden Kalakmul erobern und die unteren versuchen dann nach Lakama zu kommen. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass er da noch einiges auffährt, so als letzte Hochburg. Jetzt auch das Inka-Reich zu uns rübergekommen. Mit uns reden will er nicht. Der Zulu noch viel weniger. Kommt nicht in Frage. Spitzenkandidat bin ganz eindeutig jetzt. Ganz eindeutig nicht, aber ich bin's. So gefällt mir das.
Snook hat da nicht so eine dumpfe Resolution eingebracht wie kein Krieg unseren oder Frieden unter den Glaubensbrüdern und so ein Spaß. Das ist nicht witzig, wenn sowas kommt. Eine Vollerde habe ich auch noch da gelassen. Okay. Ziehen wir mal direkt weiter und gucken uns mal an, was er so vor La Camba hat. Falls das nämlich wenig ist, kann ich da ja direkt reinstürmen. Quasi mit der Tür ins Haus fallen. So, nebenbei die Klostergebäude hätte ich natürlich auch ganz gerne noch. So denn möglich, dann kann ich später nämlich noch die Einheiten bauen. Ja, 94,6%, da kann man schon mal kämpfen. Normalerweise sind mir diese 95% Kämpfe auch lieber, weil sie zwei Erfahrungspunkte geben. Die nutze ich einfach gerne. So, damit haben wir den nächsten großen Priester oder Propheten angesiedelt. La Camba ist jetzt nicht wirklich gut befestigt, dafür reicht das, was ich da hingezogen habe, locker. So die Einheiten denn soweit vorstoßen können. Ich muss mal kurz gucken, mein Sunny. Sunny! Ja, genau. Der Sunny braucht nur noch einen Erfahrungspunkt, den kriegt er jetzt durch den Kampf gegen den hoffentlich jetzt vorgeschwächten Schwertkämpfer, der jetzt gerade böse einen auf die Fresse gekriegt hat von den Trepp. Zumindest wenn man dem Bild Glauben schenkt. Gucken wir uns mal an. Naja, hier steht noch nichts drin. Ich beschwere mich nicht, die Stadt gehört uns. Alles gut. Schicken wir noch mal einen von den hinteren Schützen rein. Oder zwei. Als Stadtwachen und gut ist die Geschichte. Der Wikinger will gegen das zululändische Volk ziehen. Der hat auch schon Krieg mit den... Nee. Nee, du. Nee. 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 So kriegerisch bin ich dann doch nicht. Kann ich mir vor allem auch nicht leisten. Noch nicht. So, mein Sanitäter 2. Sehr gut. Ziehen wir die Einheiten erstmal. So. Das heißt, nächste Runde, wenn ich Glück habe, fällt auch La Camba und damit ist dann auch Ende im Gelände für den Maya. Aber das soll es erstmal gewesen sein für dieses Turnset. Im nächsten Turnset heißt es dann Ende des Mayas und Aussicht auf weiteres. Gucken wir mal. Also, bis denn.